Wir wollen also die Katze noch nicht aus dem Sack lassen. Wir versuchen jetzt erstmal etwas. Es ist ein Telefongag, den wir jetzt versuchen. Ich werde spielen in dem folgenden Telefonsketch. Ja. Deine Frau. Ja. Ich bin deine Frau und meine Beine sind gebrochen. Gebrochen, du liegst im Bett. Das ja. Bett ist ganz weit hinten im Zimmer und wir haben nur ein Festnetz. Das heißt, ich telefoniere mit der Frau, weil du für mich eine Überraschung bei der Frau buchen willst, von der ich nichts weiß. Ja. Das heißt, ich telefoniere mit ihr und werde ihr erklären, ich lege den Hörer jetzt so hin, meine Frau kann sie hören und ich schalte auf laut. Genau. Und sie können dann meine Frau hören, weil die sehr laut reden wird. Sie sollen eben auch laut reden. Ich werde dann hinausgehen, ja. Vermeintlich, damit du dann mit der Frau alleine reden kannst. Das so, ist das, das Kommunikationsmodell. Ist und also, jetzt schauen wir uns mal an, wie die Theorie in der Praxis funktioniert. Genau, ja. Mein Name ist Clara. Grebe, guten Abend. Ja, guten Abend, Frau Grebe. Stresemann ist mein Name. Bernhard Stresemann. Es ist folgende Situation. Meine Frau hat eine Überraschung vor für mich. Ja. Meine Frau selbst hat aber zurzeit noch, liegt sie im Bett mit gebrochenem Bein leider. Ui. Das Problem ist, dass wir haben das Telefon zwar im Schlafzimmer, aber das Kabel reicht nicht bis zu ihr hin. Wir haben aber eine Lautstelltaste. Ja. Das heißt, ich werde jetzt auf laut stellen, sodass meine Frau das auch hören kann. Und ich muss dann, weil es eine Überraschung für mich, netterweise von meiner Frau ist, das Zimmer verlassen. Und sie können aber ganz normal mit meiner Frau, sie hat halt nicht den Hörer in der Hand, aber ich lege den Hörer so hin, dass sie, sie kann sie hören und sie können sie dann hoffentlich auch hören. Moment, und sie dürfen aber erst dann reden, wenn ich das Zimmer verlassen habe. Alles klar. So, Schatz, okay. Es ist jetzt alles fertig, ich verlasse dann den Raum. Ja. Hallo? Hallo, Frau Stresemann. Hallo, können Sie mich hören? Ich höre Sie gut. Folgendes, ich möchte meinen Mann gerne überraschen mit einem Candlelight-Dinner in Ihrem Hotel. Wir haben kein Essen. Was haben Sie denn? Wir haben nur mit Frühstück. Ja, dann mit einem Kerzenfrühstück vielleicht. Bitte? Mit einem Frühstück vielleicht. Ja, wir sind nur ein Hotel Garni. Oh. Was? Wir haben nur Zimmer mit Frühstück. Wenn Sie Candlelight-Dinner haben wollen, nein. Dann müssten Sie... Frühstücken. Wir wollen gerne eine Nacht bei Ihnen. Ja, und wann? Verbringen? Können Sie etwas lauter reden? Ich verstehe Sie kaum. Und wann? Am 1. Oktober. Au. 1. Oktober. Die Beine. Ja. Von 1. bis 2. Oktober würden wir gerne zu Ihnen kommen und am nächsten Tag frühstücken. Oh, Moment. Das ist... Au. Grebe. Was? Ja, Moment. 1. auf 2. Oktober. Ja, au, die Beine. Das ist Freitag auf Samstag. Yes. Ja, da habe ich aber nichts mehr. Aber wann haben Sie denn wieder was? Au, die Beine. Das sieht schlecht aus. Ja, Sie sind gebrochen, beide. Ach du meine Güte. Mein Mann ist manchmal so... Nee, also es tut mir leid, ich habe von 1. auf 2. habe ich nichts mehr frei. Und von 2. auf 3.? Nee, auch nichts mehr. Da ist im Oktober, da ist alles so weit dicht. Im November vielleicht? Da haben wir zu. Vielleicht im Audi Beine im Dezember? Ja, sonst gebe ich Ihnen mal eine Adresse. Können Sie etwas lauter reden, bitte? Ich gebe Ihnen mal eine Telefonnummer von einem Hotel. Nein, ich möchte zu Ihnen, Frau Grebe. Au, die Beine. Ja, aber ich habe im Oktober nichts mehr. Im November, im Dezember. Im Dezember, ja. Ja, au. Okay. Was kostet das denn, Frau Grebe? Ja, wenn Sie ein schönes Zimmer haben wollen mit... Nee, kein schönes. Mittel. Mittel. Ja, Mittelklasse. Dann kostet es 105. Oh. Kann man da wegen... Also nicht pro Person, oh, sondern... Die Beine. Fürs Zimmer kostet es 105. Das Zimmer. Ja, sicher, fürs Zimmer, für was denn sonst? Für zwei Personen 100... Oh, die Beine. Oh, lauter, Frau Grebe. Für zwei Personen... Ja? Für zwei Personen 105 Mark.
Haben Sie verstanden? Au, au, au! Schatz! Schatz! Au! Au! Ich bin aus dem Bett raus! Was ist denn los? Ich bin aus dem Bett raus! Die Frau hat gesagt, ich soll aus dem Bett rausgehen! Was? Die Frau Grebe war schuld! Die Frau Was? Gesagt, Was haben Sie meiner Frau gesagt? Warte mal, Moment mal kurz. Ich soll aus dem Bett rausspringen. Herr Stresemann. Die Frau Grebe hat gesagt, ich soll aus dem Bett rausspringen. Au, die Beine. Sag mal ruhig, Schatz. Ja. Was war jetzt hier los? Nix. Ihre Frau hat gefragt, was das Zimmer kostet. Ja. Ich habe ihren Preis genannt. Meine Frau sagt, sie hätten gesagt, sie soll aus dem Bett springen. Ich soll aus dem Bett springen. Die Zwille. Die Hexe. Au, die Beine. Frau Grebe? Ja. Jetzt muss ich auch mal wirklich ein ernstes Wort hier sprechen. Meide. Steh auf, Schatz. Ja, meine Liebe. Eieiei. Das ist ja Psychoterror, was du da machst. Beine, Beine.